Dunkelheit breitet sich aus. In meinem Spiegel sehe ich fremde Gestalten. Sie umzingeln mich. Ein Zwerg springt aus meinem Mund. Er sagt, Rambazamba. Im Hinterhof bellt eine Krabbe. Mein Abdomen entfernt sich. Hilfe, Hilfe. Pieks, pieks, Twin. Au. Oh. Herzlich willkommen zu Kaffee und Fischkuchen. Ich musste improvisieren. Ja, war sehr viel von Vaiana drin. Ja, es tut mir leid, was denn? Abdomen? Die Dunkelheit breitet sich aus. Ja gut, das passiert in jedem zweiten Film. Und es kam eine Krabbe im Hinterhof vor. Ey, das ist alles Spoiler, das kommt vor Vaiana raus. Es tut mir leid. Ja, hallo Leute. Hallo Leute. Mir aufgefallen, dass der letzte Twin Peaks Podcast zur letzten Folge Twin Peaks irgendwie völlig plötzlich geendet hat. Ja. Nee. Wir hatten vorher sogar darüber gesprochen, dass wir nochmal so eine Zusammenfassung machen. Genau, das war gar nicht, wie nennt man das? Es war gar nicht würdig der letzten Folge, dem Ende des Twin Peaks Podcasts Kaffee und Kirschkuchen. Wir sagen einfach so Tschüss und Ende. Also, ja, bitte. Tschüss und Ende. Wir haben auch noch gesagt, die Eulen sind nicht das, was sie scheinen. Und dann war Schluss. Ja. Da habt ihr bestimmt auch gedacht, du meint ihr doch nicht ernst jetzt. Damit wollen die uns doch jetzt nicht entlassen. Nee, ihr braucht ja eine ordentliche Zusammenfassung unserer Meinungen. Richtig. Und darum haben wir gedacht, machen wir das mal kurz, ohne irgendwelche Vorbereitungen, also keine Ahnung, was ohne das Vorbereitung, ohne Notizen, ohne irgendwas, nachdem wir einen ganz anderen Film geguckt haben, ja. Spoiler. Nee, Teaser. Ja, wir müssen kurz in die Welt zurückkommen. Oh, ich habe eine Idee. Das ist jetzt schlecht für einen Podcast. Wie heißt das hier? Watch Together. Oh. Ich empfehle allen das Video Twin Peaks, but without context. Das beschreibt einfach Twin Peaks perfekt, oder? Weil ich finde, man kann einfach nicht, wenn mich jemand fragt, worum geht's um Twin Peaks, ich kann es niemandem, also ich kann sagen, ja, da wird ein Mädchen ermordet und ein FBI-Agent untersucht das, aber dann weiß der ja noch überhaupt nicht, was Twin Peaks ist. Nee. Und mit diesem Video, da ist alles drin. Das Bekloppte, der Horror. Ja. Und manche Szenen sind eigentlich sogar noch lustiger, wenn sie out of context sind. Das sind sie. Ja. Sag doch mal was. Was? Ja, es waren viele Szenen bei, an die ich nicht mehr gedacht habe. Ja. Wie Audreys Kaffeebecher anstechen Szene. Das war auch die erste Folge. Ja, das ist einfach auch so eine lange Reise irgendwie. Ja. Die ersten Staffeln sind auch so anders als die dritte und am Ende erinnert man sich irgendwie nur noch an die dritte. Ja. Ich manchmal überlege ich, ob ich es bereuen soll, dass wir diese schlechte zweite Staffel übersprungen haben. Ja, ich bereue das auch ab und zu. Ja, ne? Aber andererseits denke ich dann wieder, du hast gesagt, wenn wir das geguckt hätten, hättest du den Podcast abgebrochen. Wahrscheinlich. Das kann auch wirklich sein, weil mein Bruder und ich waren kurz davor, die Serie abzubrechen, als diese Stellen kamen. Ja. Aber ich glaube, wenn ich das irgendwann nochmal gucke, dann werde ich die wieder mitgucken. Ich glaube, wenn ich das auf Englisch alleine gucke, werde ich die auch durchgucken. Dann kannst du ja nochmal was dazu sagen irgendwann. Ja, irgendwann in einem random Video. Aber ja, das war schon echt. Das war eine Reise. Das war auch eine Reise für mich. Ja. Das war von absoluter. Ich kann es nicht fassen, was für ein Scheiß wir hier gerade gucken. Und dann zu, okay, da hat sich eventuell doch jemand was beigedacht. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, was. Zu, ich muss jetzt eben kurz Theorien spinnen. Das ist ja alles voll geil. Ja, die Serie hat einfach alles. Das finde ich einfach irgendwie das Geile. Und sie ist einfach auch mit nichts vergleichbar. Also es gibt nichts, auch nicht. Außer vielleicht andere David Lynch-Filme, aber selbst, weil hier ist noch dieser Humor mit drin. Es ist. Vor allem auch bei den ersten beiden Staffeln ist ja auch so viel lustig, was gar nicht lustig sein soll, weil es einfach so schlecht ist, Alter. Wenn der Typ, wie heißt, weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt, sich mit dieser Kralle da im Gesicht den Ketchup streicht. Oh, wie kannst du seinen Namen vergessen? Ja, das war mein absoluter Lieblings. Harold, oder? Harold? Nee, wie hieß er denn? Harold. Ja, doch. Ja, aber dann am Ende nicht mehr. Danke, dass du auf den Namen gekommen bist. Ja, das. Das ist einfach.
du bist in einer Szene, bist du völlig verstört und willst am liebsten ausmachen, weil du irgendwie Angst hast, dann, vor Bob hast und dann am nächsten macht irgendwer irgendeinen Scheiß und du liegst lachend auf dem Boden. Und dann geht es plötzlich um geräuschlose Vorhangschienen. Ja. Das ist auch... Da sind sehr, sehr viele Charaktere. Ja, stimmt. Die auch fast nie irgendwas für die ganze Geschichte beitragen. Ja, und das würde ich normalerweise scheiße finden, aber hier zeigt mir ruhig noch 2 Stunden lang, wie Nadine und Dings nicht zusammenkommen. Außer es geht um James. Das muss ich nicht 2 Stunden lang sehen. Ja, aber man liebt es ja auch, die zu hassen. Also ich liebe es, Donna zu hassen zum Beispiel. Das macht einfach Spaß. Weiß ich nicht, ich mochte Donna so lange so gerne. Ja, am Anfang ich auch. Ich mochte ja auch James am Anfang. Du auch. Ich glaube, ich auch. Ich weiß, dass ich Bobby gehasst habe, wie nichts Gutes. Ja, und dann weil er mich zu sehr an Johannesbrot erinnert hat. Die Szene, wo der am Anfang in der Schule plötzlich einer so komisch tanzt im Hintergrund. Ah, ich könnte jetzt sofort wieder anfangen und das nochmal gucken. Ich werde die mein ganzes Leben lang gucken. Diese Serie. Ja, das ist doch schön, dass das so für dich funktioniert. Ja, das ist 5 Sterne auf jeden Fall. Plus ein Herz. Natürlich. Ja. Aber ich bin nicht der Einzige. Sehr voreingenommen. Durchschnitt von 4,6. Echt? Und es hat, Moment, also auf Letterboxd ist es ja bei den ganz vorne, bei den besten Filmen aller Zeiten, 60% haben 5 Sterne gegeben, Alter. Alter. What the fuck. Aber ich glaube, entweder guckt man das halt und findet es geil oder man findet es scheiße und dann bewertet man das auch nicht, wenn man es gar nicht weiterguckt. Nee. Also ich weiß nie, wem ich das empfehlen soll. Also wem soll ich diese Serie empfehlen? Ich habe es ja lustigerweise meinen Eltern empfohlen und die haben es geguckt und fanden es gut. Aber das hätte ich vorher nie erwartet. Das ist einfach weird. Ist es auch. Ich habe eine Szene mit EJ geguckt, die fand er auch ganz witzig, aber mehr brauche ich da auch nicht versuchen. Und welche war das? Die Tarantino-Szene aus der vorletzten Folge oder so. Ja, schick ihm Twin Peaks, but out of context. Ja, werde ich machen. Ja, das war aber trotzdem alles gut. Also da war jetzt nichts, außer so ein paar Folgen und ein paar Szenen. Also ich bereue jetzt überhaupt nicht, das geguckt zu haben. Ich finde das mehr cool, da durchgekommen zu sein. Und wie ist jetzt so... Als ein neuer Mensch. Eine Woche später, wie ist jetzt so das Ende für dich? Hat sich irgendwas geändert? Habe ich total verdrängt. Habe ich aber tatsächlich. Wenn ich an das Ende denke, denke ich an den Wald. Wo Laura und Cooper durchgehen. Also... Und dann verschwinden. Ja. Also ich finde das Ende jetzt auch nicht so schlimm. Es ist halt nichts, was man erwartet. Oder was irgendwas beantworten würde. Nö. Ja, da musste ich mich sehr dran gewöhnen. Aber das hat mich auch einfach offener gemacht. Auch die ganzen Diskussionen mit dir. Dieses ein bisschen von der Logik wegkommen und das Lustige einfach... lustig finden können, das hat sehr geholfen. Also auch danke an dich, ja, gerne. Dass du so viel Geduld hattest mit mir und meinem Logikkopf. Ich will sowas auch gerne weitergeben, weil ich das hat sich bei mir ja auch voll geändert. Ich habe ja, wie ich glaube ich irgendwo mal erwähnt habe, mal einen David Lynch Film geguckt, seinen bekanntesten Mulholland Drive, und habe gedacht, das ist die dümmste Scheiße, die ich jemals gesehen habe, und ich hasse David Lynch für immer. Ja. Und ich habe den seitdem nicht wieder geguckt, aber ich wette mit dir, wenn ich den jetzt gucke, dann werde ich den gut finden, weil ich mich auch von dieser Logik gelöst habe. Es gibt aber einen Unterschied, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht. Es gibt so Filme, die so ein Mysterium aufbauen oder irgendeine Frage, sondern die ganze Zeit so, dass man sich so fragt, hä, was geht da ab? Am Ende wird es aber überhaupt nicht beantwortet, es endet einfach in irgendeiner Scheiße. Das hasse ich. Das wäre zum Beispiel Mother mit Jennifer Lawrence. Ich hasse den. Und es gibt noch mehr solche Filme. Aber bei David Lynch versteht man ja eigentlich die ganze Zeit nichts. Und es gibt schon so ein paar Sachen, die man sich fragt, aber die werden ja sogar beantwortet, wie irgendwie, wer hat Laura umgebracht oder. Ja. Keine Ahnung. Manchmal ja, das stimmt, die großen Fragen wurden eigentlich alle beantwortet, ja, ne? Genau. Und manchmal geht es halt mehr um die irgendwie, keine Ahnung, Bildsprache oder die Bilder oder
Die Atmosphäre. Ja, manchmal ist es einfach Kunst. Genau, ja. Manchmal ist es einfach Kunst und dann muss man das akzeptieren. Muss man sich erstmal genau auch abfinden. Ja. Hier schreibt zum Beispiel jemand aus dem Letterboxd: Greatest artistic accomplishment I've ever experienced. The final shot will haunt my memory from now until the day I die. Words cannot explain this. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde ja auch diese letzte Szene auch mega schlimm. Ich glaube, sie wird mich auch haunten. Ja, das nicht so, aber. Aber im Gegensatz dazu, als wir eben das Without Context geguckt haben, die Schreier haben mir da auch Gänsehaut verursacht. Ja. Und die fand ich während des Guckens aber eigentlich alle ein bisschen dämlich. Ja, vor allem beim Film hast du das gesagt. Oder ja. War ich noch völlig entsetzt, weil ich den Schrei so schlimm finde. Ja. Tja. Ja, ich lese noch ein paar Sachen hier vor, die sind so lustig. Mach das. Zum Beispiel das hier in Caps Lock geschrieben. Twin Peaks Season 4 Prediction. David Lynch is gonna come out of my TV and kill me. Oder Albert, I hate to admit this, but I don't understand the situation at all. Das sind alles 5-Sterne-Bewertungen. Ja, natürlich. Ja. Oder Episode 17. Okay, maybe it all makes sense. Episode 18, fuck off. Ja. Ach ja. Aber wer irgendwie jetzt auf der Suche ist nach irgendwas Ähnlichem, das ist leider schwer zu finden. Man kann natürlich die David Lynch-Filme gucken. Und ich habe schon mal drüber nachgedacht, wir haben jetzt ja so einen neuen Podcast, ne? Und ja. Da könnte man ja alle David Lynch-Filme gucken. Habe ich ehrlich gesagt richtig Bock drauf. Ja, natürlich. Aber ich warte noch ein bisschen damit. Ich mach das. Und es gibt noch so ein paar Serien, die man vielleicht so ein ganz bisschen damit verbinden könnte, wie zum Beispiel The Leftovers. Okay. Weil Damon Lindelof ja ein sehr großer Twin Peaks-Fan ist und er auch gesagt hat, ohne Twin Peaks würde er kein Fernsehen machen. Das heißt, Lost würde es nicht, würde nicht geben. Und ja, also das Leftovers ist, hat, kann man eigentlich nicht wirklich mit Twin Peaks vergleichen, aber es gibt zumindest auch verrückte Träume und okay. So ein paar Parallelen. Habe ich noch Parallelen nie irgendwas von gehört, außer von dir. Also. Ja, ich finde die richtig geil. Die gucken wir auf jeden Fall noch. Mhm. Wir haben sehr viel vor. Ich glaube, dieser Podcast geht echt, bis wir 60 sind. Ja. Ewigkeiten. Da fällt mir ein, wir haben Wissen, die Leute wissen das ja noch gar nicht. Wir, nee, dann erzähl ihnen das wir doch. Wir fahren fort, meine Damen und Herren. Wir fahren fort. Wohin fahren wir denn? Nein, ich meine das Auto, die Automarke. Wow. Bleib es ewig. Bleib es ewig. Was? Entschuldigung, ich habe dich nicht mehr. In Mad Max Fury Road. Wenn ihr diesen Witz verstehen wollt, dann schaltet nächste Woche ein bei unserem Podcast Streamlich Beste Freunde. Ja. Der Podcast über Filme und Serien, den es noch nicht gibt. In denen wir uns die ganze Zeit streiten. Nein, das finde ich eine schlechte. Das stimmt nicht. Wir reden über. Das ist das Beste daran. Jedes Mal, wenn ich das sage, sagst du, nee, das stimmt nicht. Und dann streiten wir uns darüber. Das stimmt nicht. Wie so ein Kleinkind. Ich will nicht, dass das plötzlich so ein, bockig ist. Ja, das soll kein Fight-Format sein. Wird es ja auch nicht, aber der Witz ist, dass ich das jedes Mal sage und du jedes Mal sagst. Oh nein! Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ja, okay. Dann habe ich das jetzt verstanden, den Running Gag, den wir ab jetzt so machen werden. Den ich schon seit Wochen führe. Der muss sich halt auch mit eingeweiht werden. Ja, das kann ich doch nichts für, wenn du so hinterherhakst. So, wir müssen jetzt mit diesem Dings hier aufhören. Das war ja nur ein kleiner Bonus. Was ist deine allerlieblingsszene aus ganz Twin Peaks? Oh Gott. Das ist unmöglich zu beantworten. Was ist deine? Also früher hätte ich gesagt, wenn der Typ zum ersten Mal Chai Latte trinkt, diese Szene so geliebt. Aber wenn ich das jetzt allgemein sehe. Ah, ich weiß es. Das kann man doch nicht. Ja, irgendwas im roten Raum, keine Ahnung. Der Zwerg tanzt im Raum. Ich bin das FBI. Oh ja, ist echt gut. Weil Cooper einfach so sinngebend für Twin Peaks ist. Ja. Und
Ich habe darüber nachgedacht, ich würde wahrscheinlich auch Sachen aus den ersten beiden Staffeln finden. Aber das läuft ja alles darauf hinaus, deswegen. Stimmt, weil Cooper ist auch eigentlich das Coolste an Twin Peaks. Oder beziehungsweise Kyle MacLachlan. Ja, in jeder Rolle, die er spielt. Genau. Ach ja, ach, man kann auch irgendwie so, das ist auch das Gute an der Serie, man kann da so viel irgendwie auch drüber reden. Also wenn ich das irgendwann nochmal gucke, mache ich noch mit einer anderen Person nochmal einen Podcast über Twin Mach Peaks. Kann ich das. auch filmen machen. Dann bin ich eifersüchtig. Du kommst dann immer als Stargast dazu. Und zwar, wenn wir den Film gucken. Und dann Oh sagst du die ganze Zeit nur, yay! der Film ist scheiße. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, ich finde die erste Staffel sogar besser als die dritte. What? Also, eigentlich nicht. Aber ich glaube, mir haben die Podcasts dazu mehr Spaß gemacht. Macht das Sinn? Ja, weil da haben wir auch mehr über Vögel geredet. Ja. Ich glaube, da war, ja, das liegt vielleicht auch daran, dass da die Serie auch einfach noch lustiger war und oder irgendwie nicht so. Ich fand, die dritte Staffel ist auch ganz schön bedrückend, oder? Die ist bedrückend und sehr ernst und sehr Ja. dunkel und es kommt halt auf das Ende zu und das merkt man. Ja. Und in Staffel 1 ist das alles so, wie er da steht und die Flaschen abwerfen will und dann erstmal die Tafel umdreht und sagt, Tibet. Das werde ich nicht vergessen. Das Ja, das ist so stimmt. epic. Da, weil bei Staffel 3. Wenn du bei Staffel 3 angekommen bist, weißt du schon, was Twin Peaks ist und was dich erwartet. Und Aber es wenn du stimmt dann ja dann. nicht. Genau. Aber wenn du anfängst, Twin Peaks zu gucken und du bist so in der ersten Folge und denkst, irgendwie merkwürdig. Ich habe da was anderes erwartet. Und Ja. dann jede Folge wird immer so ein bisschen komischer. Ja. Bis zu den ersten Träumen und dann, Ja, ich weiß, wer gute Laura Folge. getötet hat. Ja. Und dann Die dritte Folge ist der schläft er Knackpunkt. einfach wieder ein und weiß es nicht mehr und muss. Ja. Der ganze Effekt ist in der dritten Staffel nicht mehr, weil du das schon alles hinter dir hast. Also ich finde es einfach dadurch gleich gut. Ich finde, die erste und dritte Staffel sind zwar sehr verschieden, aber beide sind für mich 5 Sterne. Die Okay, ja. zweite fällt da halt raus, weil sie die scheiß zweite Hälfte hat. Ja. Darum hatte ich es tatsächlich, habe ich gesehen, als ich das erste Mal Twin Peaks auf Letterboxd bewertet habe, habe ich dem nur 3,5 insgesamt gegeben. Also Oh der, nee, nein. sogar alles zusammen. 3,5 zusammen. Das habe ich jetzt aber berichtigt. Dass das ja auch erlaubt. Auf 5 mit Herzchen. Genau, man kann es ja einzeln bewerten. Die dritte Staffel hat 5 Sterne und die erste und zweite zusammen hat 4,5. Okay. Man kann eigentlich bei Letterboxd gar keine Serien bewerten. Nur Miniserien und sowas wie Twin Peaks The Return, was ja eine, wie heißt das noch, Limited Series ist, genau. Okay. Ja. Ja, werde sehr viel Werbung für Letterboxd machen, auch in den nächsten Podcasts. Ja, natürlich, damit ich unbedingt daran denke. Ja, weil das einfach toll ist. Ich möchte, dass viele Leute das kennenlernen. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, bin da sogar Pro-Mitglied, weil ich die unterstützen möchte. Und ich möchte, dass Wow. Letterboxd unseren Podcast unterstützt. Das ist der eigentliche Grund. Was passiert, wenn man da Pro-Mitglied ist? Eigentlich bringt das nicht so viel das Werbung weg, aber man hat sowieso fast gar keine Werbung. Auf der Startseite ist oben so ein Banner und das war's. Okay. Und man kriegt mehr Statistiken und ich liebe Statistiken. Also ich kann jetzt hier auf meine, auf so eine krasse Statistikseite, und da, Alter, was ich da alles sehe, ich habe da fast einen ganzen Tag verbracht, um das mir durchzulesen. Irgendwie aus welchem Jahrzehnt ich irgendwie die Filme am besten finde. Tausend Millionen Sachen irgendwie nach Genre sortiert und aus welchen Ländern und meine blabliblub, rechnet alles raus. Es wird die meisten alles nicht interessieren. Der Hauptgrund war einfach, dass ich die unterstützen wollte, weil ich das schon seit Jahren benutze. Sehr Und cool. so cool finde. Ja, aber jetzt haben wir auch genug über ein komplett anderes Thema geredet. Wie findest du denn eigentlich den deutschen Hausspatz? Sehr dreckig. Ja, ich glaube, den gibt's nicht. Haussperling gibt's. Haussperling. Ja. Ach, das ist dasselbe wie ein Spatz. Was? Ein Sperling ist dasselbe wie ein Spatz? Okay, ich gehe Ist nach es. Hause. Tschüss. Und. What the fuck, Alter? Was wusste ich? Wow, wie man dir einfach so ein Mind blowen kann mit einfachem Vogelfalken. Ey, okay, eines Tages machen wir wirklich einen Vogelpodcast. Na gut, dann Jede erzähle ich dir Folge. einfach Sachen. Nee, wir müssen gucken vorher auf Wikipedia. Sondern zum Beispiel heute ist das Thema der Haussperling. Und dann erzählen wir uns was. Jeder kriegt einen Abschnitt aus dem Wikipedia, das ist immer so unterteilt. Und das erzählen wir uns gegenseitig. Okay. Ey, wetten, wir werden dann irgendwann gefördert, irgendwie vom Deutschen Vogelbund oder irgendwie sowas. Ja.
Garantiert. Ich hatte überhaupt keine Lust drauf. Ich schon. Okay. Das machen wir mal als Special-Folge. Wenn wir... Ja. 50 Abonnenten. Genau, scheiße, das geht gar nicht. Wenn wir ganz viele Likes haben. Was weiß ich, ach lass, wenn der Papst katholisch ist. Ja. Ich sage zum letzten Mal, die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Tschüss! Wow!